Hallo meine Lieben, heute habe ich einen leckeren Nusskuchen für euch gebacken und dieser Kuchen eignet sich super gut, wenn man etwas schnell backen möchte, denn das Rezept ist wirklich super schnell vorbereitet und außerdem hält sich der Kuchen gute 4 bis 5 Tage frisch und ihr könnt ihn lang genießen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video und ich würde sagen, wir legen los und ich zeige euch die Zutaten. Wir brauchen 250 Gramm weiche Butter, 4 Eier, 200 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, 250 Gramm gemahlene Haselnüsse, ein Päckchen Backpulver, ein Esslöffel Vanillezucker, eine Prise Salz und 125 Milliliter Milch. Als erstes gebe ich die Butter und die 4 Eier in die Schüssel und lasse das Ganze einmal schön cremig rühren. Sobald die Butter mit dem Zucker jetzt schön cremig gerührt ist, kann ich jetzt nach und nach meine 4 Eier hinzugeben und die Prise Salz füge ich jetzt auch gleich hinzu. Sobald die Eier dann schön eingerührt sind, gebe ich jetzt noch den Vanillezucker und die Haselnüsse hinzu. Und so lasse ich das Ganze jetzt einmal kurz schön einrühren. Sobald die Haselnüsse dann auch schön eingerührt sind, kann ich jetzt die Milch hinzugeben. Und mein Mehl habe ich bereits mit dem Backpulver in einer Schüssel vermischt. Und die Mischung füge ich jetzt einfach löffelweise hinzu. Es ist ganz wichtig, dass ihr die Mehlmischung nur kurz einrühren lässt, denn umso saftiger wird der Teig. Jetzt ist der Teig fertig und wir können ihn in unsere Form füllen. Ich verwende jetzt hier einfach eine Kastenform. Die hat eine Länge von 30 cm und diese habe ich mir bereits jetzt schön mit Butter eingefettet und sie nochmal mit Mehl bestäubt. Und hier hinein gebe ich jetzt einfach meinen Teig. Und verteile ihn schön gleichmäßig darin. Und so kommt der Kuchen jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen und braucht etwa 50 bis 60 Minuten. So sieht mein Kuchen jetzt fertig aus und er war bei mir genau eine Stunde im Backofen. Er ist bereits schön ausgekühlt und ich habe ihn schon von der Form herausgeholt. Und jetzt werde ich das Ganze noch etwas schön verzieren. Dafür habe ich mir einfach 100 Gramm Vollmilchkuvertüre geschmolzen und noch 50 Gramm Weiße hinzugegeben. Somit ist die Schoki einfach ein bisschen heller und die gehackten Haselnüsse, die ich hier vorbereitet habe, die heben sich dann besser von der Schoki ab. Die Haselnüsse sind etwa 50 Gramm, die habe ich mir einfach grob gehackt. Und jetzt nehme ich hier einfach meine Kuvertüre und gebe die einfach hier über den Kuchen. Und wenn ich die Schokolade dann soweit verstrichen habe, gebe ich jetzt einfach noch die Haselnüsse oben drauf. Jetzt muss die Schokolade nur noch schön fest werden und dann ist der Kuchen auch schon fertig. Der Kuchen ist jetzt fertig, ich habe ihn bereits angeschnitten und er ist wirklich super saftig geworden. Probiert ihn auf jeden Fall einmal aus. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Backen und beim Genießen. So meine Lieben, das war es auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch das Rezept gefallen hat und dass ihr es mal nachmacht. Ich würde mich super freuen, wenn ihr Bilder mir davon schickt bei Instagram oder bei Facebook. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!